Ich bin heute hier oben am Magdalenaberg bei der Freien Schule Kremstal, denn die Schülerinnen und die Schüler der Freien Schule möchten uns gern was sagen. Du, es ist ja bald das 10-Jahres-Fest. Mhm. Wann ist denn das? Am 7. Mai. Bitte, wann ist das? Am 7. Mai. Wann ist denn das? Am 7. Mai. Am 7. Mai, bist du sicher? Ja. Am 7. Mai. Den ganzen Tag? Ja, den ganzen Tag. Wann geht's denn los? Um 10 Uhr. Um 10 Uhr schon. Du, wann ist das 10-Jahres-Fest? Wann ist denn eigentlich das 10-Jahres-Fest? Am 7. Mai. Ah, sehr cool. Wann ist das? Am 7. Mai. Ja, am 7. Mai, am Bitte. Samstag. Am Samstag, am 7. Mai. Es gibt was zum Essen, den ganzen Tag. Entschuldigung. Aber ich habe jetzt bald das 10-Jahres-Fest. Ja. Was ist denn da los? Also, im Simi spielt eine Live-Band. Kann man sich die Schuhe auch anschauen? Ja. Bist du am 10-Jahres-Fest auch dabei? Ja. Du holst dir quasi ein paar Koteletten und ein paar Bratwürsteln und das passt. Sehr gut. Du weißt einfach nur, wenn die Sonne scheint, ein wenig was zum Essen gibt. Ja. Super, ich würde sagen, das ist ein guter Grund, warum man kommt. Stimmt's? Ja. Sehr gut. Wo muss ich denn hin? Da. Da her? Ja. Schauen wir nach, was das ist. Magdalenabergstraße 29. Seid ihr da auch alle dabei? Ja. Gibt's was zum Futter noch? Ja. Kuchen. Um 10 Uhr geht's also los am Magdalenenberg für das 10-Jahres-Fest. Dann heißt's Vorhang auf und nicht nur Vorhang auf für euch, dass ihr alle kommen könnt, sondern auch Open Stage. Die Schüler und Schülerinnen der Freien Schule Kremstal haben einiges am Programm vorbereitet. Und ihr könnt jederzeit kommen. Um 15 Uhr ist der offizielle Festakt. Und um ca. 19 Uhr oder vielleicht ein bisschen früher spielt dann auch noch eine Band mit Live-Musik. Am 7. Mai, da kommt dann da das große Zelt her und dann wird da dann die Bühne, wo dann Musik und Theater ist. Wir stehen da in Unterdachung vor den Schuhen. Da kommt dann da, wird dann umgebaut, da kommt dann der Ausbau einer für die Schuhe. Wir werden halt immer mehr und da wird halt der Platz nicht ausreichend. Und überhaupt, es werden halt immer mehr Schüler und brauchen halt mehr Raum. Wir sehen uns am 7. Mai. Bis bald! Bist du auch dabei am 7. Mai? Natürlich! Bis bald! Tschüss!